Hey Leute, Panama Weekend. Ich freue mich wieder auf euch. Ich hoffe, ihr euch auch auf mich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Bein. Da, wo ich letzte Woche aufgehört habe, da bin ich jetzt wieder. Ich schaue jetzt wieder eine neue Serie. Also, ich starte jetzt gerade eine neue Serie. Ich komme eigentlich gerade aus dem Park. Ich habe mich mit einer Freundin getroffen. Das erste Mal seit so langer Zeit, dass wir uns wieder gesehen haben. Und das erste Mal, dass ich jetzt seit der ganzen Corona-Zeit mich überhaupt mit jemand anderes getroffen habe. Das erste Mal heute. Es war komisch, also eigentlich nicht komisch dann, es war dann ganz normal, aber es war halt komisch in meinem Park und ich kenne die Situation auch gar nicht. Das ist wirklich ein Streifenwagen vorbeigefahren die ganze Zeit und hat geguckt. Also jetzt nicht nach uns, sondern generell überprüft, also so alles kontrolliert, dass da keine Ahnung, worauf die achten genau, dass da jetzt nicht so viele Menschen sich versammeln auf einmal oder der Abstand wahrscheinlich, ob der eingehalten wird oder nicht. Genau, und das war halt jetzt. Das war so ein komisches, also so ein neues Bild für mich. Das habe ich noch nicht erlebt, weil ich ja nie, also ich war jetzt voll selten draußen. Naja. Auf jeden Fall, jetzt beginne ich eine neue Serie, die heißt, Moment, ich guck mal. Das ist mein Setup. Ja, ich habe es immer noch nicht hinbekommen. Also wir kriegen es nicht hin. Ich glaube, unser Apple TV ist zu alt. Und das kann es nicht mehr abspielen, glaube ich. Also weil das 4K ist, die ganzen Sachen. Und das, da steht immer das vor. Was stand da irgendwie? Das Format ist nicht geeignet, irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, ich gucke jetzt das hier. Wie heißt denn? Verschwiegen, da steht es oben. Das schaue ich mir jetzt an. Bin gespannt. Da beginne ich jetzt mal und chillen ein bisschen. Weil heute ist echt so ein Regentag. Es war auch blöd. Wir waren im Park und da fing es voll an zu regnen und wir sitzen nur so da auf der Bank mit Regenschirm. Ja. Und später werde ich noch einen Kuchen backen, beziehungsweise zwei, weil morgen ist Muttertag und wir wollen dann für unsere Mütter Kuchen backen. Genau. Und es denen dann vorbeibringen. Aber dann seid ihr ja auch dabei. Also, bis dann. Ich sage euch gleich mal nach der ersten Folge, ob ich die Serie finde. Das ist diesmal eine längere, gibt 47 Minuten, schade, weil ich fand das eigentlich ganz gut, wenn die immer so kurz sind, nur so eine halbe Stunde. Aber okay. Ich habe Zeit jetzt. Erste Folge habe ich jetzt durch. Es zieht sich sehr lange, sage ich mal. Viele unnötige Szenen, ein sehr langsames Tempo, aber es ist eine interessante Story, deswegen bleibe ich trotzdem dran. Also die Story an sich gefällt mir und ist spannend und kniffelig. Wie wird das wohl weitergehen? Deswegen werde ich schon nochmal weiter gucken jetzt. Aber es zieht sich sehr lang. Das hasse ich halt so an Serien, dass es sich teilweise so lang zieht manchmal. Und die nicht auf den Punkt kommen. Das kann man viel kürzer und besser erzählen, aber okay. Ich habe jetzt doch die Serie abgebrochen. Die ist doch nicht so toll. Ich lasse es jetzt. Ich glaube, Dead to Me läuft jetzt auf Netflix. Ich glaube, das gebe ich mir gleich, weil das wollte ich eh die ganze Zeit sehen, die zweite Staffel. Aber ich mache jetzt schon mal einen Kuchen, also eine Torte bereite ich schon mal vor für morgen. Und zwar mache ich eine Torte nach von, oder beide, eigentlich beide Sachen, die ich nachmachen werde, sind von derselben Person, von der Bianca. Kennt ihr vielleicht? Moment, ich drehe mal gleich um. Wenn ihr sie noch nicht kennt, folgt ihr gerne. Die macht so geile Sachen, alles vegan, alles wunderschön dekoriert und also richtig schön sieht es immer aus. Genau, und ich habe sie auch schon mal persönlich getroffen, wir haben uns schon mal auf einem Event getroffen und die ist super lieb und ja, folgt ihr gerne, falls ihr sie noch nicht kennt. So heißt sie, genau, und diese Torte will ich nachmachen, die Vegan Strawberry Lemon Blueberry Cake. Als erstes ist immer wichtig, die ganzen Zutaten, die man hat, rauszuholen. Also, was ist das? Joghurt, genau. Joghurt, Zitronensaft. Mehl. Meeröl, Vanilleextrakt, das so lang jetzt so ein Vanille-Ding hier. Zitronenzeste, ja, das war's. Und dann habe ich es mir einfach gemacht für Blackberry Jam, benutzt sie. Das nochmal frisch gemacht. Ich habe einfach Konfitüre genommen, ist mir jetzt auch egal. Und dann das Frosting mache ich erst morgen, genau. Also erstmal die Böden machen, die zwei Böden in solche runden Formen. Die zwei Formen sollten die Größe sein.
Geschmackstest. Sehr lecker. Sehr zuckerig. Oh mein Gott. Also sehr süß so. Aber okay. Kuchen halt, ne? Aber sehr leckerer Geschmack von der Zitrone und der Vanille. Voll gut. Kleiner Tipp, wenn ihr für jemand anderen was backt und ihr wollt auch, also, und ihr wollt es verschenken, aber ihr wollt auch ein bisschen was davon haben, gebt einfach ein bisschen Teig, weil es ist echt nur so ein Esslöffel, zwei Esslöffel in so Muffinswürmchen und dann könnt ihr wenigstens zwei Muffins davon essen, ne? Böden sind fertig. Und eins hat mein Freund schon gegessen. Das war lecker, hast du gesagt, ne? Yummy. Ich will auch mal probieren ein bisschen. Sehr gut. Morgen, ich mache gerade das Frosting hier in der Maschine. Hier ist der Google-Hupf, der kühlt gerade aus. Und mit dem Rest habe ich auch so, habe ich Muffins gemacht. Habe schon probiert, sehr lecker geworden. Also das kann ich euch echt empfehlen. Sehr soft, saftig der Teig. Also sehr saftig. Sieht jetzt nicht so aus. Ich finde auch auf den Fotos sieht es nicht so aus. Auf der Website vom Rezept. Aber es ist ein sehr, sehr saftiger Teig. Habe ich auch schon geschnitten in der Hälfte. Jeweils. So, fertig. Ist zwar nicht rosa geworden, weil ich habe jetzt keine gefriergetrockneten Erdbeeren, sondern das sieht so aus. Das kühle ich jetzt und danach wird es dekoriert. Geile Farbe geworden. Das ist einfach mit Blaubeersaft. Fertig. Hier für meine Mama. Der kleine Google-Hupf. Blaubeer, Zitrone. Und für die Mama von meinem Freund. Also, die ist so groß ausgefallen, weil sie hat auch noch drei Kinder und ihre Mutter ist auch da, also die Großmutter. Und deswegen dachte ich, mache ich da einen großen, dann können die sich das teilen. Ne? Meine Mama ist ja nur alleine und dann, das passt perfekt für eine Person. Jetzt ist es leider so gekommen, was ich befürchtet habe. Es gibt kein Auto. Wir können also nicht den Kuchen zu meiner Mama bringen und auch nicht zu seiner Mama. Aber sie kommt wenigstens nachher vorbei, weil sie eh vorbeigekommen wäre. Ah, voll blöd, jetzt hat meine Mama den Kuchen nicht, voll schade. Deswegen, das war halt deswegen mein anderer Plan, Plan B mit den Blumen, dass sie wenigstens ankommen, falls ich nämlich kein Auto kriege. Und es war eigentlich schon klar, ne, dass kein Auto da sein wird, aber es hätte ja sein können. Aber es sind so viele Leute unterwegs, ich war nur kurz draußen gerade, so viele Leute unterwegs, da kann man nichts machen. Guten Morgen. Ich hatte gestern einfach nur noch Migräne, ich konnte gar nicht mehr. Ich hätte also, selbst wenn ich ein Auto gehabt hätte, gar nicht zu meiner Mama fahren können. Jetzt geht's mir wieder gut, ich bin so froh drum. Das Wetter spielt so verrückt, jetzt ist es so windig. Gestern auf einmal von so einer Hitze, boom, ach, kaputte Schallplatte. Aber das ist mein Leben. Mir geht's so oft schlecht in letzter Zeit, weil das Wetter echt so, also ich komme damit nicht klar. Ich liebe das, wie schön es aussieht. Das macht mich glücklich, wenn ich das sehe. Wunderschön, oder? Hol ich jetzt die Kerne raus. Man kann die übrigens trocknen. Und dann, wie Pfeffer, sieht ja aus wie Pfeffer, kann man tatsächlich wie Pfeffer in der Pfeffermühle aufbewahren und wie Pfeffer benutzen. Es hat nämlich eine pfeffrige Note. Aber das mache ich jetzt nicht. Aber ich sag nur, könnte man machen, falls ihr das für euch mal ausprobieren wollt. Und dann gebe ich so ein bisschen Zitronensaft drauf und esse das so. Yams. Aber ich mache mir trotzdem ein kleines Müsli noch, weil I need my Müsli. Ich habe wieder was zum Testen bekommen. Kennt ihr das überhaupt? Das Sign Tribe kenne ich gar nicht. Das ist eine Schwesterfirma, glaube ich, von Essence. Kenne ich gar nicht. Sagt mir gar nichts. Aber ob das funktioniert alles? Ich kann es aber mal machen. Solche Pads sind das. Ist voll weich. So sind sie schwarz. Krass. Aber dann sieht es vielleicht nicht so schmutzig aus oder so. Ich weiß nicht. Aber damit kannst du dann deinen Nagellack entfernen. Voll schön, oder? Die Packung ist geil. Sowas habe ich noch nie gesehen. Habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Eine Creme. Das ist wirklich eine Creme. Also machst du es auf den Nagellack. Natürlich. Mach jetzt mal hier. Man muss es doch einreiben. Aber es stinkt nicht. Es riecht sogar sehr gut. Muss ich sagen. Sehr gut. So wie so ein Haarprodukt. Okay, war das jetzt eine Minute? Ich weiß nicht. Ich probiere es mal.
Doch, es geht echt ab. Ich dachte gerade, es geht nicht ab, weil es so cremig ist, so fettig. Es fühlt sich so, also es fühlt sich an wie eine Creme, ist auch. Und es fühlt sich gut gepflegt an, wisst ihr, was ich meine? Nicht trocken, das meine ich. Ja, es ist echt weg. Nagellack ist weg. Ist natürlich jetzt blöd, weil ich habe so einen natürlichen, so eine natürliche Nagellackfarbe drauf. Seht ihr, aber es ist weg. Mittag, loaded fries. Und zwar Süßkartoffel und so Kartoffel. Guacamole, Salat, Tomaten, wo sind die Tomaten hier? Und Kichererbsen, so ein bisschen Tex-Mex gewürzt. Und Salat und Koriander. Ach, es ist so gut. Ich ziehe den Gewinner von meiner letzten Verlosung. Ich bin da ja ein bisschen enttäuscht, dass so wenige reingeschaut haben in das Video, weil das wirklich... Also mir hat das voll gut gefallen, das Video. Und es war halt auch so ein cooler Partner, so ein Traumpartner für mich. Schade, dass ihr da nicht so dabei wart, aber okay. Jetzt ziehe ich mal den Gewinner. Okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und ich werde meinen Ansatz färben. Und ich gucke Dead to Me. Bisher nicht so toll, muss ich sagen, wie die erste Staffel, aber naja. Okay, viele Stunden später, ich bin jetzt fertig. Ziemlich perfekt geworden, muss ich sagen. Hier ist es noch ein bisschen nass, deswegen sieht es viel dunkler aus auch. Ich habe es jetzt nur so 50% geföhnt, sage ich mal. Eher nur den Ansatz geföhnt, weil ich nicht so nass hier rumsitzen will. Aber ich weiß jetzt, habe jetzt so keinen Bock, den Rest zu machen. Das ist es und ich muss sagen, danke an euch. Ihr habt mir wieder gute Tipps gegeben. Ich habe es jetzt so gemacht. 6% habe ich benutzt. Eine Stunde und dann habe ich nochmal drauf und nochmal eine halbe Stunde. Also ich brauche tatsächlich 90 Minuten, dann ist es so. Es hat ja so viele Stunden gebraucht generell. Sowieso dieses Auftragen einwirken lassen. Dann habe ich ja nochmal die... die Töne, also die Abmattierung, dass es dann überhaupt gut aussieht. Ach, jetzt steht mein Hase ab. Ich habe so Zeug reingemacht, hätte ich das jetzt nicht noch gemacht. Naja, aber es ist gut geworden auf jeden Fall. Und ich werde mein Haar noch schneiden. Ich glaube, das mache ich morgen. Jetzt habe ich auf keinen Fall Bock. Jetzt auch schon zu dunkel, dann sieht man nicht so gut. Also soll mein Freund mir assistieren, weil ich das wahrscheinlich hinten wieder nicht hinkriege. Ich will einfach nur gerade abschneiden. Genau, ich lasse es so. Die Sache ist, ich will die ganze Zeit eigentlich, ich will eigentlich einen komplett neuen Look, ja. So, aber das ist eigentlich mein Hochzeitslook und das ist jetzt der Plan und deswegen bleibe ich dabei und ich will jetzt noch so lange warten, bis die Hochzeit stattfindet, damit ich diesen Look habe und dass ich danach meinen Look ändern kann. So sieht's aus. Weil wenn ich meinen Look jetzt ändere oder jetzt herum experimentiere und der Look ist scheiße und wir können jetzt doch bald heiraten und das so machen, ja, dann habe ich diesen Look. You know what I mean? Das ist nicht, dass ich unbedingt blond sein will bei der Hochzeit, sondern jetzt bin ich zufrieden mit diesem Look, wisst ihr, was ich meine? Und dann bleibe ich dabei für die Hochzeit. Das ist das Ding. Ist so eine sichere Sache. Genau, ich will jetzt keine Experimente machen. Aber ich habe schon Bock, wieder ein Experiment zu machen. Ich überlege noch, ob Farbe oder Schnitt oder sogar beides. Und ich weiß, jetzt sagt ihr bestimmt wieder kurz und dunkel und so ein Scheiß. Aber nee. So wird es dann auch nicht sein. Es wird auch nicht kurz und dunkel. Aber es wird schon was anderes sein. Ich habe schon Bock auf was Neues. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was. Von daher lohnt sich auch nicht, jetzt weiter darüber zu sprechen. Hier könnt ihr dann mal die Haare sehen, richtig. Ich style sie jetzt nicht. Das mache ich immer am Anfang. Style ich es nicht. Ich lasse es so. Also ich mache keine Locken oder irgendwas rein, weil wir wollen erstmal das Haar ein bisschen regenerieren. Also ein bisschen ausruhen lassen, wenigstens ein bisschen. Aber ich habe jetzt doch keinen Bock auf Haare schneiden. Ich habe keinen Bock auf Haare-Sachen mehr. Das war's jetzt. Das war die größte, also die Muße hat nur bis dahin gereicht. Und jetzt, ich weiß nicht, wie ich anziehen soll, weil es ist ständig heiß, kalt, was ist heute los? Ich weiß es nicht, deswegen habe ich heute mehrere, also Schichten an. So ein Midi-Rock. Das sind halt jetzt nicht die Schuhe, ne? Das sind immer noch die Hausschuhe. Den man halt so, ich finde, hat so ein bisschen Kimono-Schnitt. Ich liebe das total. Und dann ist das einfach so ein Langarm-Shirt, ja. Aber hat hinten halt sowas Besonderes. Genau, dass es hier so wie so gewickelt aussieht von hinten. Und man sieht halt einen Teil vom Rücken. Ich finde es ganz schön eigentlich so. Genau, aber das sieht man halt jetzt nicht, weil es kalt ist. Deswegen trage ich diesen Kimono drüber. Genau, aber das ist es. Mir ist so schlecht gewesen mit der Maske die ganze Zeit. Oh, und es macht überhaupt keinen Spaß. Es macht überhaupt keinen Spaß, rauszugehen bzw. einkaufen zu gehen. Macht überhaupt keinen Spaß. Das ist der absolute Horror. Überall diese Schlangen draußen stehen und ich check's nicht. Ja, zum ersten Mal war das so, weil ich in alle Geschäfte, wo wir rein sind, obwohl einmal hatten wir das.
Da musste man nicht anstehen, man konnte halt schon rein und ich wusste nicht, dass man anstehen. Dann wird man so gleich angeschissen und so. Hallo! Ja. Weil beim DM gab es eine Schlange und ich habe es nicht gesehen, dass da eine Schlange steht. Also, dass da Leute anstehen. Ich dachte, die steht nur dann wach auf jemanden. Ja, das sah nicht so aus. Naja, jetzt im Nachhinein natürlich, ne. Und jeder darf nur einzeln und jeder mit Korb oder Wagen und so. Und ach, das ist für mich zu viel. Das ist mir zu viel. Und mit der Maske, mir wurde echt schlecht gerade. Mir ist echt gerade so übel gewesen. Ich dachte, ich übergebe mich. Ich habe kaum... Ja, doch. Also ja, wahrscheinlich. Jetzt geht es mir viel besser. Aber ich habe trotzdem... Ich habe Kopfschmerzen wieder bekommen. Tatsächlich wieder. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt verschiedene Sachen. Also gut, letztens, wann war das? Jetzt vorgestern, hatte ich Migräne. Das war wirklich Migräne. Jetzt habe ich Kopfschmerzen. Das ist was anderes, ja. Aber... Kopfschmerzen können auch zu Migräne führen. Das ist halt das Ding. Ich hoffe, dass es nicht weitergeht. Hier ein paar Sachen geholt für Videos. Wir haben das gleiche Geld. Déjà-vu. Oh mein Gott, denkt ihr, kaputte Schallplatte. Ja, so ist das gerade bei mir. Kaputte Schallplatte. Weil ich so ziemlich so das gleiche mache. Ich habe Kopfschmerzen. Ich drehe Videos. Ich koche etwas ausgefallenere Dinge und schaue Serien. Das ist alles, was ich mache. Ja. Und Fütter Peach. Und Fütter Peach, natürlich, sowieso. Das geht ja gar nicht. Ich gucke jetzt Raffel da wieder aus. Und unsere Masken sind gekommen. Yay! Nach 100 Jahren. Vielleicht ist die besser. Vielleicht wird mir da nicht so schlecht. Ich habe bei Armed Angels. Na, Armed Angels bestellt. Seht ihr das? Ja. Genau so sehen die aus. Einfach nur schwarz. Ach du Scheiße. Oh, die stinkt gerade so nach Farbe. Das muss ich noch, hat das hier auch so ein... Ah ja, guck mal, das hat hier oben auch so ein Ding. Sitzt dann an. So sieht's aus. Ist eigentlich ganz gut, ne? Was machst du so, da, Pete? Wie kommt denn das her? Das habe ich doch gesucht letztens, weißt du noch? Ich habe doch einen Zahnstocher gesucht. Ja, hat er genommen. Anscheinend. Spielt er mit Zahnstocher. Guck mal, braucht keine... teuren Spielsachen für Katzen holen. Die mögen eh nur die Clips und die Gummis und die ganzen Draht und so weiter und Zahnstocher. Oh, wie er jetzt gefangen hat. Geil. Eins, zwei, drei. Oh. Ich sage tschüss für diese Woche. Ich entspanne mich jetzt und alles. Sorry, dass wieder Migräne-Girl da ist. Aber ich hätte es auch gerne anders, aber naja. Ich ruhe mich jetzt aus. Also, bis nächste Woche. Schaut gerne in das Video von Sonntag noch rein. Da sind nämlich meine Serientipps. Unbedingt reinschauen, das sind echt coole Serien, wirklich. Und ich denke, dass vieles nicht so bekannt ist. Viele kennen bestimmt einige Serien noch nicht. Und das lohnt sich, da mal reinzuschauen. Okay, ich kann nicht mehr reden. Bis dann. Tschüss.